Also der Populismus ist, wie wir gerade jetzt wieder sehen, eine Falle. Man muss sich zunächst fragen, ist der Populismus Ausdruck irgendeines Volksbegehrens, Volkswillens, oder ist er eine Machttechnik von Politikern, Parteienvertretern, die Mehrheiten erobern wollen? Das war in der Geschichte bisher immer, deshalb ist der Begriff für mich kontaminiert. Ich weiß darum, dass es Debatten gibt, den zu differenzieren, von einem linken, einem rechten Populismus, vielleicht sogar von einem nützlichen, wahrhaftigen zu sprechen. Die Gestalt, die wir immer kennengelernt haben in der Geschichte, war schädlich, war kreuzgefährlich. Der Populismus war in der Regel, der Populismus stank immer aus allen Poren. Er stank nach Macht und Blut, nach Lüge und Heuchelei. Er hat sozusagen sich aller Tricks bedient, aller demagogischen Tricks bedient, um an größere Bevölkerungsanteile heranzukommen. Und das tut er meines Erachtens auch heute gerade wieder in Europa und in Teilen der Welt. Ist gerade damit sehr erfolgreich bei Wahlen. Populismus löst kein einziges Problem. Populismus macht in der Regel leere Versprechungen, die er dann nicht einhalten kann. Und er ist gefährlich für die Gesellschaft, weil er sie spaltet. Und sei es auch nur in zwei Hälften, aber das reicht schon. Damit haben wir, mit populistischen Methoden kommen wir immer relativ bald in die Nähe von Bürgerkriegen. Die werden dann mit aller Vehemenz geführt und sind quasi ein Blutvergießen nach innen. Bevor es dann soweit ist, ist der Populismus sozusagen ein Gedankenvergießen nach innen, ein vollkommenes sich abarbeiten in Blöcken und leider auch sozusagen ein schwerer Notfall für die Vernunft. Wir haben die Situation jetzt leider gerade wieder und müssen deshalb ernsthaft darüber nachdenken. Wenn, falls irgendjemand eines Tages damit die Idee wahrer Volksvertretung verbinden sollte, dann müssen wir tiefer graben. Dann stellt sich wirklich die Frage nach dem Wesen der Demokratie, nach ihren Ursprüngen. Da findet man manche Beispiele in der Antike. Eines, auf das ich immer gern hinweise, ist im Gegensatz, sagen wir mal, zur sogenannten Polis-Demokratie, wie wir sie kennen, gab es Versuche, damals schon in Athen, gewissermaßen Möglichkeiten einer größeren Stellvertretung herzustellen. Das war die sogenannte Pnyx gegenüber dem Akropolishügel. Da haben sich im Idealfall schon mal über 20.000 Menschen getroffen und ausgesprochen. Das kommt sozusagen einer demokratischen Volksrepräsentation relativ nah. Und wahrscheinlich geht es sogar über unseren Parlamentarismus hinaus. Der Populismus moderner oder postmoderner Spielart entsteht immer aus sogenannten parlamentarischen Krisen, nämlich dann, wenn eine größere Menge des Volkes das Gefühl hat, dass diese Parteien, auch die sogenannten Volksparteien, sie nicht mehr ausreichend vertreten, dann entsteht halt diese Rhetorik von, das ist das System, hier wird mit Lügen, Manipulationen, falschen Statistiken gearbeitet und so fort. Und das ist die Stunde der Populisten. Die Populisten sind aber zunächst mal immer nur Zerstörer. Es ist ein vollkommen inkonstruktives, destruktives Element in dieser Politik, die auch eine Politik leider ist, man muss ja alles Politik nennen, was Wirkung zeigt, die aber langfristig kein Rezept hat. Und sozusagen jenseits vom Populismus kann man dann über Dinge sich Gedanken machen wie Volksentscheide, Plebiszite und so weiter, aber die letzten, die wir gesehen haben in Europa, sind in der Regel auch manipulierte Volksentscheide gewesen. Deren Nachwirkung dann immer die ist, dass man am liebsten gleich wieder einen solchen hätte, um den ersten zu korrigieren und so fort. Also was Populismus anrichtet, kann man gerade sehen an der Brexit-Krise in England. Die ist in der Tat auch eine Staatskrise und eine Parteienkrise sowieso. Und ein Riss geht quer durch die britische Bevölkerung.